Ja, schönen, wunderschönen guten Abend. Wie ihr seht, war Take Two auf der E3. Take Two war ursprünglich um 19 Uhr angesetzt, kam um 20 Minuten später. Ich muss eines dazu sagen. Ja, eines dazu sagen. Das war einfach scheiße. Das war einfach nur scheiße. Das war einfach nur scheiße, muss ich da ehrlich dazu sagen. Mehr ist da nicht mehr zu sagen. Enttäuschend. Enttäuschend bis zum geht nicht mehr ist es gewesen. Eine Stunde lang wurde nur über Harvard-Studenten, über Rassismus und andere Themen geredet. Wir kamen weder einen Bericht von einem Sommer-Update, weder einen neuen Trailer von einem GTA 5 Remastermind, weder noch irgendwelche andere Informationen. Eine Stunde lang war das die größte Scheiße, was ich jemals auf einer E3 erlebt habe. Take Two und Rockstar Games, ihr habt es echt wirklich geschafft. Ja. Ihr habt euch aber sowas von blamiert dorten, aber sowas von blamiert. Ja. Also, wenn ihr jetzt nicht so gut durchstandet würdet, ja, mit euren Spiele, ja, dann wird es weg vom Fenster. Weg vom Fenster. Denn wer interessiert sich auf dieser Welt über einen Harvard-Studenten, einen Rassismus, ja, und so weiter und so fort. Wir wollen Spiele sehen. Wir wollen, dass ihr alle wegradiert. Fakre, Battlefield, alles hätt's können machen. Ja, ihr hättet können an so einen super Trailer raushauen von GTA 5 Remastermind, dass nur da so nur die Gucker außer uns alle haben. Ein Sommer-Update, außerhand, dass uns nur die Augen so glänzen. Ja, dass nur alle so deppert schauen. Ja, aber nein, man redet eine Stunde über Themen, was niemand interessiert. Das Beste ist ja, der Vizepräsident, ja, Alison Lewis kommt auch noch in den Vorschein. Ja, ich habe ja gesagt, erwartet nicht zu viel. Erwartet nicht zu viel von dieser Scheiße. Und jetzt haben wir diese Scheiße. Oh, mir fehlen die Worte.